in Berlin. Berlin, du bist mein Berlin. Es ist nicht nur sein Berlin, es ist ihr Berlin. Ben und Sarah Zucker leben hier in der Hauptstadt und sie wollen mir heute ihre Lieblingsplätze hier in Berlin-Mitte zeigen. Ja, und wir werden natürlich über ihre Musik reden und die beiden warten schon, ich muss mich beeilen. Hi! Dick. Moin! Hallo! Na, wie geht's euch? Moin, Mr. Heller. Alles gut bei dir? Ja. Sonne scheint. Cool. Vielen Dank für die wunderbare Einladung nach Berlin. Ich freue mich sehr. Ja, bevor wir losfahren, erzählt mir doch erstmal, warum Berlin? Warum wohnt ihr hier? Was findet ihr hier so cool an der Stadt? Wenn man hier groß wird, dann fühlt sich das einfach natürlich zu Hause an. Das ist einfach unsere Heimat. Hier sind wir aufgewachsen. Wie ich auch gerne in meinem Song sage, mein Berlin, du bist so dreckig wunderschön und das beschreibt einfach für mich Berlin, ganz klar. Wenn ihr euch trefft, um in Berlin irgendwas zu machen, was macht ihr dann? Also was kann man hier am schönsten unternehmen? Ja, da sind wir genau die Falschen. Also die absolut Falschen. Also da brauchst du, hast du jetzt echt wirklich, hast du echt die zwei. Wieso? Weil wir einfach extremer Heimscheißer sind. Ja, aber auch wir sind, wenn wir uns treffen wir uns dann zu Hause halt. Ne? Okay. Ja, oder halt, wie wo wir jetzt hier langfahren. Genau. Mit den Fahrrädern. Ja, dann würde ich sagen, los, oder? Sehr gerne. Geil, ne? Mhm. Wo sind wir hier? Wir sind jetzt hier auf der Jungfernbrücke. Das ist die älteste Brücke Berlins. Ah. Und ja, hier habe ich oft viel Zeit verbracht. Sowohl mit meinen Geschwistern als auch mit Freunden und auch alleine. Und ja, ist immer schön hier. Und die Legende besagt, dass die Jungfernbrücke deswegen so heißt, weil wenn man über die Brücke läuft und sie knackt, dann ist man noch Jungfrau. Ah, okay. Das habe ich gar nicht hingehört. Mensch. Ja. Jetzt gibt es wunderschöne Aufnahmen von euch, wie ihr zum Beispiel auch im Kinderzimmer zusammen schon vor vielen Jahren richtig abgerockt habt. Woher kommt dieser musikalischen Gene, dieser musikalischen Vorlieben? Woher kommt das? Ja, unser Opa war Organist beispielsweise und mein anderer Opa väterlicherseits war Kammermusiker. Und meine eine Oma war Balletttänzerin, unsere andere Oma Schneiderin. Und ja, das kann daher ein bisschen rühren, ganz klar. Genau jetzt sind unsere besten Zeiten. Ja, Sarah, du hast dich auch irgendwann entschieden, den Künstlernamen anzunehmen und hast dich auch entschieden, dich Zucker zu nennen, also wie dein Bruder. Warum? Aus Spaß haben wir mal so überlegt, ja, vielleicht sollte ich mich einfach Sarah Salz nennen. So, für mich ist klar, ich bin stolz darauf, dass wir Geschwister sind. Als du die TV-Premiere von Sarah gesehen hast, Ben, yes. Was ging da in dir vor? Ich stand ja dann da und als der Song dann vorbei war und du dann auf mich zukamst und so und vielleicht Tränen vergossen hast, dann dachte ich so, oh, Schwester. Und hätte sie so gerne umarmt, hätte so, oh, Schwester, komm, jetzt geil gemacht, großartig, bin ganz toll stolz auf dich. Ben, deine Schwester würde jetzt singen, es ist Zeit umzugehen. Denn du hast noch einen Termin und musst leider los. Ich muss leider los, ja. Schwesterherz, und viel Spaß noch. Ja, wir werden noch ein bisschen über dich lästern. Danke. Sehr gerne, mach mal. Jetzt geht erstmal richtig los hier. Ja, Sarah, wie geht's denn jetzt eigentlich für dich weiter, so musikalisch? Ja, also wie gesagt, im Juli kommt dann mein Album raus und so richtig planen kann man in diesen Zeiten ja nicht. Also lasse ich tatsächlich einfach die Sachen einfach auf mich zukommen. Vielen Dank, dass ihr mich nach Berlin eingeladen habt. Genießen noch so ein bisschen hier die Sonne in der Hauptstadt. Auch und wir haben ein Wochenende haben wir uns in so einem Hotel eingemietet und wollten eigentlich mal so ein bisschen die Sau rauslassen und da habe ich mir gedacht, dass es der perfekte Zeitpunkt ist. Ist natürlich dann auch eine schöne Verbindung noch. M-
meine Frau geht ja sehr gerne shoppen und ich komme dann mit, weil ich mich dann freue, dass sie sich so freut. Ich bin ja nicht so der Shopping-Heini, aber... Du shoppst nicht so gern? Nee, mir ist das immer zu anstrengend und zu voll alles und zu, ja, hektisch. Aber du machst es dann mit? Das ist dann okay für dich? Ja, das auf jeden Fall. Okay. Wenn ich mich dann nicht 100-mal an- und ausziehen muss, ist alles cool. Ich bin schon sehr handwerklich begabt. Ja? Ja. So Schränke aufbauen? Schränke aufbauen, Autos? Betten bauen. Nee, Autos gar nicht. Das ist ja eher wie so ein Auto. Ja, ein sehr großes also Auto. Das hier wäre gar nichts für mich. Ich bin eher so der Holztyp. Und dann nicht nur die Holzmöbel eines schwedischen Möbelhauses, sondern... Auch mal selber gerne ein Bett bauen. Ja, momentan habe ich einen kleinen Einbruch. Echt? Ja, aber mich nervt das schon so sehr. Ich werde auf jeden Fall jetzt wieder starten. Es wird auch mal jetzt Zeit, dass ich das schaffe. Bei mir ist es die Gewohnheit. Ich rauche ja schon seit Ewigkeiten und ja, das ist so ein Automatismus. Das ist schwer, sich davon zu lösen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das gar nicht mehr persönlich trifft, weil ich auch ja nicht weiß, wer da am anderen Ende sitzt und da was schreibt. Und ja, du kennst es sicherlich auch, wenn du jemanden hast, mit dem du dich unterhältst und der so dämliche Dinge von sich gibt, dann kannst du das halt einfach auch nicht ernst nehmen.